Einen wunderschönen guten Abend. Eiskalte Grüße gehen an euch raus. Und ich begrüße euch zu Teil 3 der Videoreihe Hechte eiskalt. Ja, es ist windstill, richtig windstill und richtig kalt geworden. Wir werden definitiv heute Nacht wieder einfrieren und wir können nur hoffen, dass morgen Bewegung hier in die Sache kommt, dass Schifffahrt herrscht, dass Wind aufkommt, dass die Sonne richtig Kraft hat. Denn wenn die jetzt noch anfangs sehr dünne Eisschicht dicker wird, dann wird es wirklich ein Problem. Unser Auto an der Slipanlage steht circa 12 Kilometer entfernt. Der Weg da hoch, aktuell schier unmöglich. Die Hälfte des Weges ist richtig dick zugefroren. Da war die ganzen Tage Eis. Wenn ihr dieses Video jetzt seht, solltet ihr auf jeden Fall zuerst mal Teil 1, ich verlinke es euch hier oben, euch reinziehen und direkt danach Teil 2, verlinke ich euch auch hier oben, damit ihr wisst, was hier los ist. Ja. Die dicken Muttis sind am Start. Wir hoffen jetzt nur, also Daumen drücken, dass wir weiter angeln können. Ich bin gespannt, wie es morgen früh aussieht, was uns erwartet und ihr seid dabei. Abfahrt. Einen wunderschönen guten Morgen. Eiskalt, eiskalt. Auch das ganze Boot ist ingefroren. Ich wollte jetzt mal hier eine Kontrolle machen wegen dem Eis. Hier vorne haben wir Wellen auf dem Wasser, das erkennt man schön. Da ist frei. Aber hier nach rechts sind wir dicht. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bis es hell wird. Es ist jetzt kurz vor 7. Und dann geht's hier ran, ja. Ich glaube, die Routen nach rechts laufen, sind komplett wieder eingefroren. Die Routen hier unten, die sind frei. Alter Falter. Die ganzen Lebensmittel hier draußen, komplett gefroren. Aber wenn sich jetzt hier die Eisschicht noch verstärken sollte, habe ich vielleicht eine Idee. Denn hier hinter dieser Insel ist auch nochmal ein Bereich, wo Schiffe durchfahren, wo Strömung ist. Vielleicht können wir da, können wir ja gerade vom Boot hier absteigen, eine Route noch in freies Wasser dann legen. Das schauen wir uns dann aber erst an, wenn es hell wird. Jetzt hier irgendwelche Aktionen im Dunkeln zu machen, ist zu gefährlich. So, jetzt gehe ich wieder rein zu meinem Schnarchbär. Unglaublich. Alter Falter, guckt euch das an, alles dicht. Moin, moin! Die Sonne ist draußen, der Tag ist da. Schaut mal hier hinten. Meine ganzen Klamotten sind hier hinten an der Bootswand festgefroren. Alter. Oh. Hier kleben noch die ganzen Fussel vom Pulli dran. Gehen wir mal raus. Unglaublich, unglaublich. Guck mal hier, Eis an der Decke im Boot. Alles. Alles gefroren. Hier vorne. Oh. Sollen wir euch mal zeigen, was wir mit unserem Trinkwasser gemacht haben nachts? Man nehme Thermoschuhe, Stiefel und da kommen die Flaschen rein, wie in den Schlafsack. Hat jeder eine. Unglaublich. So, jetzt gehen wir mal raus, ob wir Glück haben mit der Eisfläche. Ob wir Glück haben. Ja, was soll ich sagen? Schaut euch das an. Der Wind hat Kraft gehabt und hat den hinteren Bereich hier am Boot eisfrei gehalten. Hier vorne allerdings, das was ich heute Nacht euch schon gezeigt habe, ist es wahr geworden. Hier ist alles dicht, hier ist alles zugefroren. Hier ist alles dicht. Hier treibt eine riesige Eisfläche,
Ja, und ich hoffe, dass die jetzt tagsüber wegtreibt, sich auflöst, sich auf jeden Fall entfernt. Denn die könnte uns doch noch zum Verhängnis werden. Aber aktuell können wir froh sein, wir können weiter angeln. Ja. Wir können weiter angeln. Hier ist alles frei. Danke. Also mir kommt so vor, als ob aktuell ist jede Nacht immer noch ein paar Grätschen minus drauf gehen, ja, dass es immer kälter wird. So, jetzt tauen wir erstmal unser Boot wieder auf. Das ganze Boot ist zwar von innen gefroren, taut jetzt langsam auf, aber ich zeige euch mal, was das Wichtigste ist bei so einer Winterexkursion, neben guter warmer Bekleidung. Ich habe hier einen Fox Ventec Schlafsack. Oben drüber habe ich die Plakett Fließdecke als zweite Kälteschicht. Aber das Allerwichtigste, gehen wir mal hier rein in meinen Schlafsack. Das Allerwichtigste ist das hier. Einfach, aber effektiv. Eine plumpe Wärmeflasche, einen Schlafsack unten rein und die hält euch die ganze Nacht warm. Schön an die Füße legen, die Wärme zieht schön hoch. Ja, easy going. Und falls ihr die Wärmeflasche mal vergessen habt, zeige ich euch mal, was mein Kumpel Uwe gemacht hat. Ich schaue mal bei dem Schlafsack rum. Da haben wir einfach eine Colaflasche leer gemacht, heißes Wasser rein. Die zieht sich dann zwar so ein bisschen zusammen, aber funktioniert auch in der Not. Cooler Tipp, eine Flasche Wasser, eine Flasche Cola, irgendwas habt ihr immer dabei. Kochendes Wasser rein, unten reinschieben, richtig schön zudrehen oben, da müsst ihr drauf achten. Und dann habt ihr auf jeden Fall eine gemütliche warme Nacht bei den eisigen Temperaturen, während ihr auf den Biss wartet. So, wir gehen jetzt raus, die Sonne lacht und werden unser Boot draußen nochmal umbauen, damit wir mehr Platz haben einfach und die Routen müssen wir ein bisschen umlegen, weil von oben jetzt hier eine große Eisschicht auf uns zutreibt, also nach innen rein können wir jetzt nicht mehr angeln nach rechts. Wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwie die Routen nach links raussetzen, da ist noch freies Wasser, da geht der Wind drauf und eine weitere Route werden wir hier hinter uns auf unsere kleine Insel da setzen, an der wir hängen. Eine Route haben wir gestern schon rübergelegt, die hatten starken Fisch gebracht, einen knappen 1,10 Meter. Und da werden wir jetzt noch eine zweite hinsetzen, ein bisschen nach außen abgeschränkt. Die können wir ganz bequem vom Ufer werfen. Das machen wir jetzt als erstes. Die Zeit rennt, die Sonne kommt raus. Gestern um die Zeit kamen die Hechte langsam Beißlaune, alle Fische tagsüber. Und das wollen wir heute nochmal wiederholen. Daumen drücken, Abfahrt. So, wir holen uns jetzt erstmal ein paar frische Köder raus. Boah, ist alles dicht. Auf jeden Fall wieder eine Hering einsetzen und eine Makrele. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Tiefgefroren, tiefgefroren. Vorsichtig lösen. So, die nehmen wir mit. Jetzt klettern wir da rüber, zweite Rute rüber. Eis kommt immer näher hier, wir müssen jetzt definitiv nach außen angeln und das alles ein bisschen aufsplitten. So, Piepser mit rübernehmen. Also wenn ihr Bissanzeiger sucht, die diese Eiszeit überleben, die RX von Fox, die machen alles mit. Sonst krabbeln wir mal lang. Köfis stecke ich mir mal in die Tasche.
wir auf jeden Fall einen sicheren Weg haben. Weil wenn hier einer ins Wasser reinklatscht, das will keiner erleben. Ja. So, hier bauen wir uns eine kleine Lücke irgendwo rein, dass wir noch eine Rute setzen können. Hier vorne, dieses Becken ist auch eisfrei. Auf der anderen Seite treibt eine Eisschicht, aber hier genau am Ufer ist nichts. Da können wir problemlos rauswerfen und lieber hier noch eine weitere Rute hinsetzen, als dass uns die Ruten auf der anderen Seite einfrieren. Zur zweiten Rute probieren wir eine Makrele am Stück. Große Köder, große Hechte. So auf jeden Fall der Plan. Kopfbereich und hinten im Schwanzbereich sitzt perfekt ein Haken. Tiefes Wasser ist gutes Wasser jetzt im Winter. Läuft so schön runter die Kante, überall wieder kleine Fische. Und dort, wo die kleinen Fische sind, kommen die Muttis hin, jetzt im Winter. Guck mal hier. Das ist richtig Fischalarm. Und die Kante hier legen wir rein. Suchen und Finden von Futterfischen, das ist das A und O jetzt. Das ist das A und O jetzt. Denn wenn der da liegt, wo die natürliche Nahrung vom Hecht hier ist, werden wir auch fangen. Jetzt geht es nochmal schön runter, das sieht doch gut aus. Vier Ruten sitzen, zwei auf unserer Insel, zwei hier auf dem Pott, wieder raus an die Kante gelegt. Jetzt bauen wir Uwe seinen Pott noch um und ziehen hier auch ins freie Wasser raus, wo das Eis uns fern bleibt. Aber was mir ein bisschen Gedanken macht, ihr seht selbst, der herrliche blaue Himmel hat sich verdunkelt. Wolken liegen über uns, es ist wieder richtig kalt geworden. Heute früh in der Sonne war es ja richtig angenehm. Gespannt, ob sich das aufs Beißverhalten auswirkt.
vorsichtiger Anheber. Mit der Sonne kommt die Aktion. Fisch on. Mit der Sonne, ist unglaublich. Mit der Sonne kommen die Bisse. Steht gut drin. Dreimal dürft ihr raten, welcher Köder das wieder war. Hering. Steht schwer drin, der Fisch. Ich glaube, wir gehen ins Boot. Wir wollten jetzt nicht das Risiko eingehen, die Fische bis ans Ufer zu drillen und mein Boot dabei haben. Steht richtig schwer drin, der Fisch, richtig schwer. Kann auch täuschen, aber ich glaube, das ist ein großer Fisch. Mit der Sonne kommen die Dicken. Stell mich mal hin. Ja, schöner Fisch. Nächste Meter, glaube ich. Nächstes Krokus am Start. Komm nicht dran. Komm nicht dran. Komm nicht dran. Jetzt komme ich ran. Jetzt komme ich ran. Jawohl. Alter Vater. Wahnsinn. Die Heringsfresser. Die Heringsfresser. Das ist definitiv unser nächster Meter. So, da haben wir unser Kroko, liegt vorne an. Meter 8. Wahnsinn. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf, Jungs. Die nächste Meter-Mutti. Er hat richtig Druck gemacht draußen. Richtig Druck gemacht. Und mit der Sonne kommen sie raus, die Heringsfresser. Wahnsinn. War gut, dass wir im Schlauchboot raus sind. Absolut mega. Petri Heil. So, und direkt zurück. Wir nehmen ins Wasser. Eiskalt, eiskalt. Eiskalt. Schön halten. Jetzt kommt er schon. Ist schon wieder da. Ciao. Oh, da frieren einem die Hände ab. Aber egal. Wahnsinn, Wahnsinn. Die Sonne, die Sonne. Dann kommen sie raus, die Heringsfresser. Und jetzt kommt gerade die nächste Wolke über uns. Abfahrt. Unser Rig muss wieder raus. Wahnsinn. Diese Zeit, diese Winterzeit, ein Garant für große Fische. Meter ohne Ende. Weiter geht's. Ganz vorsichtiger Biss. Klingt jetzt mal aus. Ja, der nimmt. Wieder die ganze Makrele. Immer die Frage, wie lange warten bei so großen Ködern? Ne? Ja, wir haben uns jetzt mal Gedanken gemacht. Wir hatten eben wieder eine Fehlattacke, ganz untypisch. Und dann draufgehauen, reingeholt, nix. Also am Köder hat man auch nichts gesehen. Und wenn wir uns die anderen Fische anschauen, die wir bisher gefangen haben, alle perfekt gehangen, richtig tief, die Haken gesessen, die Fische, die noch dran waren, die Köfis komplett zerfetzt.
Und jetzt haben wir hier ein bisschen rumgeguckt und wir glauben, dass das keine Hechte waren, die Federtacken. Das sind Wasservögel. Vorhin war hier ein paar Kormorane unterwegs, aber auch die Blässhühner oder so andere Langschnabeltiere tauchen hier ab und holen Zeug hoch. Ich glaube eher, dass irgendein Vogel unsere Montage angehoben hat, die mitgezogen und dann einfach wieder losgelassen hat. Weil bei den Zähnen müssten wir definitiv was am Köder sehen. Ganz komisch. Die anderen Fische hingen alle perfekt. Und zweimal hat man jetzt schon die Situation draufgehauen und nichts dran. Aber auch am Köder nichts gesehen. Ja. Ah, das sind, glaube ich, damit die Jungs neben den Kormoranen, die unsere Köder anheben, wo es immer die Fehlbisse dann gibt. Haut ab! Geht woanders euch Futter suchen. Wir angeln hier. Wir waren schon wieder relativ nah an den Ruten. Spannende Sache. So, weiter geht's. Wir haben jetzt noch 2 Stunden vielleicht Licht, also Sonne. Die Sonne ist wieder durch die Wolken gekommen. Ruten liegen alle wieder perfekt draußen. Daumen drücken, dass der Uwe heute auch noch seine Metermutti abholt. Das wäre dann der Wahnsinn. Wir haben jetzt 4 Meter Fische in 24 Stunden Angelzeit. Wenn ich mir überlege, wie lange ich da als beim Spinnfischen rummache, um einen zu fangen, manchmal 4 Tage hier. Wahnsinn. Weiter geht's. So, es ist später Mittag. Wir haben bisher noch gar nichts gegessen. Ja? Sogar unser Y-Food ist in die Neige gegangen. Alles leer getrunken. Und heute Mittag gibt's was ganz, ganz Feines. Wir haben dabei selbstgemachte Maultaschen. Ich habe jetzt hier schon einen kleinen Sud vorbereitet. Da ist ein bisschen Rinderbrühe drin. Maultaschen rein, Kocher an. Ja, und dann gibt es mal ein richtig gutes Hechtangler-Mittagessen. Ein heißes Süppchen jetzt. Das bringt auf jeden Fall alles wieder in Schwung. Und ihr seht selbst, aktuell hier auf jeden Fall kein Eis. Draußen treiben so ein paar Eisschollen durch. Aber Boot ist aufgetaut komplett. Die Sonne hat Kraft tagsüber. Und die Sonne brauchen wir auch, denn in der Sonne kriegen wir unsere Bisse. Sonst war bisher ja Totentanz. Aber wenn die Sonne kommt und wenn es hier pfeift, war es bisher immer richtig dicke. Da ist sie krumm, da ist sie krumm. Boah, steht gut drin. Steht gut drin, das Ding. Jetzt in der Dämmerungsphase kommt der nächste Einschlag. Draußen treiben die Eisschollen durch. Wir sind am Start, Jungs. Wir gehen ins Boot. Wir grillen uns zum nächsten Big Fish. Das sieht schon wieder fett nach einem Meter aus.
Petri Heilanger. Jawohl. Fettes Winterding. Unglaublich, unglaublich. Der nächste Meter ist am Start. Meter 8, Meter 9. Was ein Ding, was ein Fisch. Petri, mein Freund. Huhu, was Krokus. Hier unten, die Finger sind schon alle kaputt. Alter, so muss das aussehen. Okay. Wahnsinn. Lassen weiter wachsen. Wahnsinn. Schönes Ding. Schönes Ding. Hier können sie noch wachsen. Der Windfleisch. Da geht er. Petri Heil. Absoluter Hammer. Absolute das ist Hammer. Der absolute Hammer. Das kannst du mal laut sagen, mein Freund. Da hat sich alles gelohnt. Hat sich eh gelohnt. Wahnsinn. Weiter geht's. Naja, machen wir. Schaut mal, was hier für ein Köderfischschwarm durchkommt. Eiskalt hier auf dem Eismeer, aber dort, wo die Baits sind, dort sind auch die dicken Muttis. Das ist der erste Fisch jetzt bei der Session, der in die Dunkelheit kam. Also jetzt in der Dämmerungsphase. Naja, nicht nur beim Welsangeln hat man Blessuren. Die Hechte, die schenken einem noch besser ein. Aber das sind die Narben und die Wunden, die wir uns hart erkämpft haben. Also wir sind unglaublich dankbar für diese verrückte Zeit, die wir hier erleben dürfen, die wir meistern dürfen. Ja. Es ist nicht einfach, hier draußen der Kälte zu trotzen. Aber wir haben so geile Fische gefangen. Ich glaube, der sechste Fisch jetzt über einen Meter Länge. Das geht auf keine Kuhhaut. Das geht echt auf keine Kuhhaut. Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass wir nicht zufrieren. Aber im Hintergrund seht ihr schon überall, wir haben Wind auf dem Teich. Bis später. Ja, so schnell kann es gehen. Wir müssen weiterhin flexibel bleiben. Ich bin jetzt hier auf unserer kleinen Insel, aber die Ruten sind alle drin. Gestern am späten Nachmittag hat es hier schon leicht so angefangen zu knirschen, zu knistern. Bin ich rübergeeilt und habe gesehen, dass hier riesige Eisflächen sich sammeln. Und in dem kleinen ruhigen Gebiet hier haben natürlich diese ganzen treibenden Eisschollen ratzfatz zu einer geschlossenen Decke geführt. Im vorderen Bereich hier ist das Wasser noch frei, 2-3 Meter raus, und dann im hinteren Bereich alles zugefroren. Ja, und da habe ich die Ruten jetzt rausgeholt. Bringt nichts, wenn das jetzt hier weiter zufriert zum Rand hin, ich die Ruten immer rauskriege und dann Gefahr laufe, vielleicht eine Montage zu verlieren. Deswegen Ruten raus. Dann werden wir jetzt nur noch 4 Ruten einsetzen für die restlichen 2 Ruten. Also in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind, dürfen wir mit 3 Ruten pro Angler angeln. Aber wir haben dann keinen sinnvollen Platz mehr dafür. Und irgendwo uns nirgendwo eine Rute schmeißen, will ich auch nicht. Soll schon effektives, geplantes Angeln sein. Naja, dann gehen wir jetzt auf 4 Ruten an Bord und müssen hier die beiden Ruten aus unserem kleinen versteckten Becken hier rausholen, weil das friert jetzt definitiv zu. Immer wieder eisfreie Stellen suchen und dann sollte es auch klappen mit einem guten Fisch jetzt hier in der Winterzeit, dass man über Nacht mal einfrieren kann. Das kann jedem passieren, ja, das ist uns auch passiert. Aber wenn man merkt, das Gewässer geht jetzt zu und man hat eine Ausweichmöglichkeit, würde ich euch auf jeden Fall raten, empfehlen, holt die Ruten rein. Es bringt nichts, wenn eure Schnüre morgens eingefroren sind und ihr dann vielleicht sogar eine Montage verliert mit dem Köderfisch unten dran, die noch irgendwo am Gewässergrund rumliegt, ein Hecht, die aufnimmt, schluckt, der wird wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich verenden. Deswegen also, wenn man es auf sich zukommen sieht, wenn man merkt, oh, hier passiert jetzt was, die Wasseroberfläche schließt sich auf jeden Fall, dann lieber reinholen, wenn man noch moven kann, sich einen anderen Platz suchen oder halt einfach die Ruten reinholen, was wir jetzt auch gemacht haben. Und dann ja, entweder eine eisfreie Stelle finden oder halt ja, weiterziehen. Oder im schlimmsten Fall nach Hause auf die Couch. Aber auf der Couch fängt man keine Fische.
Nächste Eisscholle treibt auf uns zu. Eben hatten wir hier noch freies Wasser, haben uns mega gefreut. Vernünftig die Ruten gesetzt. Und jetzt schaut euch mal, was hier für Schollen ankommen. Direkt in das Boot. Ich muss jetzt die Ruten schnell reinholen, damit wir sie danach wieder vernünftig setzen können. Ja. Aber wenn wir das jetzt hier antreiben lassen, sind die Schnüre fest und wir haben einen Haufen Arbeit wieder, müssen alles freibrechen. Schnell die Ruten reinholen. Alter Vater, unglaublich, unglaublich. Schnell, das kommt, das Eis. Alter Vater, so schnell wie das kommt, so schnell wie das hier kommt. Unglaublich, unglaublich. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Jetzt drückt es hier komplett durch. Hoffentlich kriege ich die andere noch rein, die andere Rute. Die hängt da unten schon leicht unter den Eisplatten drunter. Aber jetzt habe ich noch eine Chance. Noch ist es nicht zusammengefroren. Vielleicht kriege ich es da durch. Oh nee, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da kommt's. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die haben wir gerettet. So, jetzt heißt es erstmal abwarten. Guckt mal, was hier durchkommt jetzt. Bam! Seht ihr das? Riesige Eisschollen treiben jetzt hier durch. Ja, und jetzt können wir wieder warten. Warten, bis wir ein Loch haben, wo wir angeln können. Verrückt. Absolut verrückt. So, wir haben eben die nächste Hiobsbotschaft bekommen. Erstens habt ihr mitgekriegt, die Ruten sind drin. Riesige Eisflächen treiben auf uns zu. Und der nette Mann von der Slippe, wo wir vor ein paar Tagen gestartet sind, bei schönstem Wetter, hat uns jetzt angerufen. Bei denen oben ist das komplette Meer zugefroren. Wir haben keine Chance mehr, das Boot hier rauszubringen. Fahren auch keine großen Schiffe mehr, keine Eisbrecher mehr unterwegs. Herr Uwe habe ich jetzt hier vorne ans Ufer gebracht, hat sich ein Taxi bestellt, ist außen rum und wir haben jetzt hier in der Nähe einen kleinen Hafen gefunden, der aktuell noch einigermaßen eisfrei ist, wo wir jetzt das Auto mit dem Trailer hingeparkt haben, damit wir morgen früh schnell und hoffentlich sicher vom Teich hier runterkommen. Jetzt haben wir eine Trailerstation gefunden hier in einem angrenzenden Hafen, wo wir eine kurze Wege zu unserem Boot haben, was hoffentlich jetzt nicht wieder einfriert. Und ich werde jetzt Uwe abholen, der müsste jetzt jeden Moment kommen. Hat sich mit dem Taxi rumfahren lassen. Aber hier die Eisschollen mit dem Schlauchboot, das ist schon, also das ist wirklich ein komisches Gefühl. Macht da keinen Blödsinn. Und auf jeden Fall immer. Denkt da auf jeden Fall an eine Schwimmweste. Gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft, zurück zum Hauptboot. Unglaublich. Also sowas dürft ihr auf keinen Fall nachmachen. Das ist wirklich lebensgefährlich. Schlauchboot-Tour hier über das Eis, also das war kein Spaß, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Macht da auf jeden Fall keinen Blödsinn, macht diesen Blödsinn nicht nach, wenn ihr es nicht unbedingt müsst und tragt auf jeden Fall eine Schwimmweste. Also das war schon eine spannende, nervenaufreibende Angelegenheit, mit so einem Gummiboot hier durch die Eisschollen zu fahren. Aber wir hatten keine andere Wahl, keine andere Möglichkeit. So, und jetzt hoffen wir, dass hier hinten diese Eisfläche verschwindet und wir noch mal ein paar Stunden vernünftig angeln können. Drückt uns die Daumen.
Das Eis ist weg, hat sich verzogen. Wir haben die Ruten jetzt einfach hinterm Boot rausgeworfen. Haben hier gleich tiefes Wasser hier an dem Spot. Und jetzt haben wir wieder unsere Chancen, Fisch zu fangen. Aber jetzt das Fahren mit dem Schlauchboot draußen an diese äußere Kante. Wenn die nächste Eisfläche kommt, da drüben treiben schon wieder einige hier durch den Teich. Ist mir jetzt zu heiß. Mal gucken, ob wir auch so Glück haben. Ganz vorsichtiger Biss wieder. Ich klinge mal aus. Er läuft, er läuft, er läuft. Er läuft schön rein jetzt. Ja, häng. Nur hoffen, dass der nicht wieder um den Pfosten rumgeht. Ich gehe jetzt mal hinten aufs Boot drauf. Steht gut drin. Steht immer noch tief unten der Fisch. Da kommt er. Ui, ui, ui. Da ist sogar mal in die. Oh nein! Nein! Guck mal, ob ich ihn außen rum krieg. Ja, da kommt er. Da kommt er. Das war knapp. Komm! Nein! Ah. Der wollte wieder außen rum schießen. Da wieder Nachmittag. Die Eisplatten sind weg. Vor 2 Stunden war das Boot noch eingefroren. Unglaublich. Unglaublich. Schöner Fisch. Fahren wir mal hoch. Hängt schön weit vorne. Durch die großen Haken. Hering war wieder der Bringer. Und jetzt seht ihr ganz gut. Das Vorfach ist gut in Mitleidenschaft gezogen. Ist ein Knick drin. Und dann müssen wir definitiv, hier unten ist auch ein Knick, ein neues bauen. Und das zeige ich euch jetzt. Habe ich euch ja versprochen, wie ihr ganz schnell und einfach ein perfektes Vorfach zum Deadbaiten bauen könnt. Aber jetzt zeige ich euch erstmal noch schnell die Mutti. Unglaublich, so viele große Fische. Wahnsinn. Alles starke Fische. Hier aus dem Eismeer. Wop, wop. Stark. Auf eine geworfene Rute hinterm Boot, als kurzzeitig das Eisfenster wieder frei wurde. Ja, die Mutti eben hat uns unser Stahlvorfach gut gecrashed. War ein schöner Knick drin. Und wenn ihr so einen Knick im Vorfach habt, benutzt auf jeden Fall ein neues. Denn dann verliert euer Stahlvorfach Tragkraft. Ich habe mega Vertrauen in Fertigvorfächer. Da gibt es wirklich richtig gute Sachen am Markt. Von Fox Predator oder von Mr. Pike. Aber die haben alle ein kleines Problemchen. Die sind alle auf eine Länge abgemessen und ihr habt nur bestimmte Haken, die fertig drauf montiert sind, zum Einsatz. Für so einen kleineren Fisch oder für einen Makrelenschwanz sind die absolut ausreichend, also kein Problem. Aber wir haben ja hier richtig stattliche Heringe, richtig
große Makrelen am Stück serviert. Und da baue ich mir dann lieber meine Vorfächer selbst. Und viele Angler haben Angst, sich ein Stahlvorfach zu bauen, obwohl es überhaupt nicht schwer ist. Ich zeige euch mal ganz schnell, wie es geht, dass ihr dann auch ganz perfekt auf eure gewollte, gewünschte Ködergröße, wenn ihr XXL-Baits angeln wollt, auch einen größeren Haken einsetzen könnt, also ein bisschen auch mit der Vorfachlänge experimentieren könnt. Ich habe immer zwei Stahlvorfächer am Start. Hier dieses mit 18 Kilo Tragkraft, hier das mit 14 Kilo Tragkraft und unterschiedliche Hakengrößen dabei. Wenn ihr euch so ein Stahlvorfach im Shop kauft, sind in der Regel auch immer gleich die passenden Hülsen am Start. Die sind in der Verpackung mit drin. Eure Quetschhülsen. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine Quetschhülsenzange. So, jetzt bauen wir uns mal ein Vorfach für so einen schönen großen Hering, für eine schöne große Makrele. Da nehme ich hier zwei 2.0er Drillinge. Wir werden uns jetzt ein Vorfach aus dem Camo-Leader bauen von Mr. Pike. Das hier ist ein Stahlvorfach, was noch so ein leichten Mantel außenrum hat, also dadurch ist es ein bisschen geschmeidig, ja, relativ weich. Da fährt gerade wieder einer durch und grüßt uns Verrückte. Alles gut, ja, ja. Wahnsinn, diese Eindrücke, ja, die Arbeitsschiffe hier von uns haben, die denken wirklich, wir wären irre. So, ich ziehe mir jetzt circa mal 50 cm runter. Und cutte mir das Ganze. Als erstes zieht ihr euch jetzt eine Quetschhülse drauf. Wie gesagt, die passenden sind dabei, wenn ihr euch das Stahlvorfach holt. Zieht auf euer Vorfach. Schiebt ihn ein Stück zurück. Und geht jetzt mit eurem Haken auf den Stahl. Quetschhülse, Drilling. So, jetzt gehe ich mit dem Ende des Stahls durch die Quetschhülse durch und passe mir das Ganze erstmal an. Viele Angler würden das jetzt schon quetschen. Ich lege aber mein Stahlvorfach gerne doppelt. Ich gehe jetzt einfach hier nochmal durch, auf dem rückwärtigen Wege. So sieht es dann aus. Ein Stück zurück. Passe mir das Ganze jetzt an. Einmal durch, einmal zurückgelegt. So, und jetzt kommt schon die erste Quetschung. Legt da einfach in eure Zange hier rein. Gut zudrücken. Und schon ist es safe. Euer Stahlvorfach ist jetzt dreimal in der Hülse durchgelegt. So, das überstehende Ende wird abgeschnitten. So, jetzt nutze ich so einen Sleeve, so eine Überschubhülse. Die schiebe ich über die Quetschung drüber. Zack, die passen ganz perfekt und die bilden einen schönen Abschluss. Da könnt ihr schön das ganze Stück hier drüber schieben. Und ich schiebe die mal so weit, dass der Drilling unten noch schön beweglich ist. So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Haken. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen einen Plan machen, wie groß euer Köfi ist. Wir gehen jetzt mal richtig auf eine komplette Makrele oder auf einen kompletten Hering. Gute 20 cm Ködergröße, 15 bis 20 cm Ködergröße. Das soll später dann unser Rig werden. So, jetzt nehmt ihr wieder eure Hülse. Fädelt ihr euch auf. Jetzt kommt der Trick. Jetzt geht er mit dem Schnurende wieder zurück durch eure Hülse. Mit dem Ende des Stahlvorfachs.
geht er zurück und passt euch jetzt schon mal den Hakenabstand an. Und geht so lange zurück, bis hier nur noch eine kleine Schlaufe entstanden ist. Und jetzt geht er mit der anderen Seite, also mit dem Schnurende, durch euren Drilling. Damit er später auch schön frei in einer Schlaufe hängt. Guckt es euch mal an. So muss es jetzt aussehen. Und geht mit dem Ende des Stahls jetzt wieder durch die Hülse zurück raus. Passt super durch, kein Problem. Spannt das Ganze an. Jetzt entsteht hier nämlich eine schöne Schlaufe, wo euer Drilling sich schön frei drin bewegen kann. Und jetzt habt ihr immer noch die Möglichkeit, durch ein bisschen hin und her ziehen, die Länge, also den Abstand der Haken zu verändern. Der Abstand passt. Zieht ihr die hintere Schlaufe noch ein bisschen enger. Fixiert das Ganze hier. Geht mit eurer Krimmzange auf die Hülse. Einmal fest zusammendrücken, das passt schon. Ein Sleeve drüber. Schützt das Ganze schön, legt es schön an, bildet eine schöne Einheit. Drüber schieben. So, und euer Vorfach, was perfekt auf die gewünschte Ködergröße von euch angepasst ist, ist fertig. Oben schieben wir uns jetzt noch ein Stück Sleeve drüber, als sogenanntes Finish. Achtet darauf, dass er das dünne Ende zuerst aufschiebt. Zack. So, jetzt kommt die Hülse. Ihr könnt euch ans Ende jetzt auch einen Wirbel draufsetzen, aber ich nutze ja unsere Sicherheitswirbel da und schlaufe mein Stahlvorfach einfach ein. Deswegen nutze ich hier am Ende eine ganz normale Schlaufe. Ist noch nie was passiert. Hülse drüber. Mit dem Schnurende durch die Hülse zurückgehen. Zack, dass ihr einen schönen engen Einhänger habt. Und mit dem Ende gehe ich nochmal wieder zurück, wieder dreimal gelegt. Letzte Schlaufe wieder schön eng ziehen in die Hülse rein. Zack, so sieht es dann aus. Quetschen. Überstehende Ende schneidet ihr euch ab. Zack. Und euren Tube schiebt ihr euch drüber. Und ihr habt ein ganz perfektes, selbstgebautes, ging ja rasend schnell jetzt, Stahlvorfach in eurer gewünschten Vorfachlänge. Und auch mit eurer gewünschten Hakengröße einsatzbereit. Und da hängen wir jetzt einen schönen Köfi drauf. Und dann hoffen wir auf die nächste Mutti. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Probiert es zu Hause einfach mal aus nachzubauen. Ihr werdet sehen, wie einfach das ist, mit den richtigen Bestandteilen euch rucki zucki euer optimales Stahlvorfach selber zu bauen.
Und wenn ihr dafür zu faul seid, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, Ready Rigs, fertige Stahlvorfächer mit fertigen Hakenmontagen drauf zu benutzen. Die halten auf jeden Fall auch. Aber so seid ihr auf jeden Fall schön flexibel unterwegs. So, und wir holen uns jetzt den nächsten dicken Fisch. So, man glaubt es kaum, anderthalb Stunden später, das Eis ist wieder weg, ist jetzt durchgetrieben hier. Jetzt werden wir die Rute schnell wieder setzen, aber wir fahren sie jetzt nicht mit dem Schlauchboot, wir werfen sie jetzt einfach. Dann können wir am besten reagieren, wenn das Eis wieder zurückkommt. Saftiger Hering, der soll es richten. Schön mit Gefühl. Liegt. Ganz wichtig ist es bei der Fischerei, mit offenen Rollen zu angeln. Beim Karpfenangeln nutzen wir ja eine Bremseeinstellung, eine bestimmte, je nach Angelentfernung, je nach Hindernissen, die im Wasser sind, manchmal eine komplett zu eine Bremse, manchmal eine offene Bremse, aber in den meisten Fällen wird der Fisch ja gehakt durch den Selbsthakeffekt, wenn er in das Festblei reinläuft. Beim Welsangeln ist es das Gleiche, beim Hechtangeln, hier ist es komplett anders. Der Hecht nimmt den Köder auf, schwimmt damit ein Stück, irgendwann dreht er und dann nimmt er ihn. Deswegen darf er überhaupt keinen Widerstand merken bei der Köderaufnahme. Aus dem Grund kommen auch hier diese Ledgerbooms zum Einsatz. Diese sogenannten Stehaufmenschen. Unter Wasser stehen sie so am Gewässergrund. Blei ist unten, ganz klar. Der Auftriebskörper oben leitet dadurch auch eure Schnur übers Kraut, über Gewässerhindernisse, über Muscheln, über Steine, was da auch immer ist. Und dieser Ledgerboom hängt an einem großen Ring, der frei auf der Schnur läuft. Und hier kann der Hecht ganz fein dann nach der Köderaufnahme abziehen. Es gleitet ganz gut durch hier die Schnur. Und ganz wichtig ist natürlich, dass monophile Schnur zum Einsatz kommt beim Winterangeln. Muss ich immer wieder sagen, manche Leute sind dazu faul. Ich habe auf meinen Sommerrouten, also auf den Rollen, die ich in der warmen Jahreszeit einsetze, beim Karpfenangeln als auch beim Raubfischangeln, geflochtene Schnur drauf. Vorne dran ein Stückchen Mono, eine Schlagschnur. Aber im Winter gefriert euch die geflochtene komplett ein an der Rolle. Sie nimmt ja Wasser auf. Diese einzelnen Fäden, aus denen die geflochtene besteht, und das friert euch auf der Rolle zusammen, das friert euch auf dem Weg ins Wasser zusammen. Also im Winter auf jeden Fall eine gute Mono verwenden. Wir nutzen hier eine 040er bis 045 mm starke Mono. Ich habe die Fox Soft Steel 041er im Einsatz. Das ist eine Kamu-Schnur. Und auch die Quantum Salsa in der Stärke 040 bis 045 in der Farbe Rot. Das ist eine sehr zuverlässige, abriebsfeste, monophile Schnur. Konnte ich schon viele gute Fische mitfangen. Bei den Ruten kommen 3,60 Meter lange Modelle zum Einsatz mit einem Wurfgewicht von 3,25 Lips. Das ist wichtig, damit ihr auch mal vom Ufer aus schwere Köder werfen könnt und auch den Anschlag beim Auslegen der Montage mit dem Boot auf weitere Distanzen gut durchbringen könnt. Also da braucht ihr schon ein bisschen Power, ein bisschen Rückgrat. Eine Hechtrute, eine Deadbait-Rute darf nicht zu weich sein. Bei den Bissanzeigern sollten auf jeden Fall qualitativ hochwertige Geräte zum Einsatz kommen, denn die machen ja einiges mit bei der Eiseskälte. Also wenn ihr da einen Bissanzeiger spart und sitzt dann hier draußen und das ganze Ding friert euch ein und die Batterieleistung gibt sofort nach, habt ihr auf jeden Fall das Nachsehen, denn ihr werdet es nicht mitkriegen, jedenfalls nicht bei Nacht, wenn da einer abfiedelt. Die Bisse sind oft so vorsichtig, ganz vorsichtiger Biss. Also eine hohe Sensibilitätseinstellung am Bissanzeiger muss unbedingt gegeben sein. Ja, läuft.
Einen wunderschönen guten Abend, Jungs und Mädels. Die Eisbären grüßen euch hier vom Teich. Unsere letzte Nacht bricht an. Dann geht es morgen wieder nach Hause. Und die letzte Nacht sieht noch mal echt gut aus. Das Eis ist alles weg. Ist durchgetrieben. Routen sitzen nach bestem Wissen und Gewissen. Und schauen wir mal, ob da noch eine Anne geht. 7 Fische kamen. 6 über den Meter. Wir sind mega happy, dass wir das alles so meistern durften. Wir haben hier echt verrückte Situationen erleben können, müssen. Aber seid euch in einem gewiss, es war immer so, dass wir wussten, was wir taten. Ja. Wir mussten zwar manchmal irgendwie handeln und haben auch Sachen erleben können, die wir zuvor nie erlebt haben. Aber es war immer alles safe, in unseren Augen jedenfalls. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ein paar Stündchen haben wir noch. Wir sehen uns morgen noch mal früh an der Slipanlage, ob das alles klappt. Wir haben hier ganz nette Menschen treffen dürfen, die uns jederzeit geholfen haben, wenn irgendwas war. Jetzt auch wieder mit der neuen Slipanlage, neuer Platz, um das Boot rauszuholen, weil hier oberhalb auf dem großen Meer ist alles richtig dicht. Alles richtig dicht. War eine Wahnsinnsfischerei. Vielleicht sehen wir uns gleich noch mal hier, wenn einer von den Bobbins anfängt zu hüpfen und eine Mutti kommt. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh. Bis später. Bis später. Y-Food ist komplett aufgebraucht. Abend gibt es jetzt noch ein paar Nürnberger. Sieht gut aus. Jetzt der Gas, was noch funktioniert hier. Unser altes Brot obendrauf. Und Fasssteaks. Und genau hier oben drüber stehen die Ruten. Drückt uns die Daumen, dass da noch eine Mutti kommt. Aber wir sind schon mega happy. So, Jungs und Mädels. Naja, letzte Nacht. Kriegt man nochmal schön auf den Popo. Die ganzen Ruten sind alle wieder drin, weil die nächste Eisscholle an uns vorbeitreibt. Unglaublich, unglaublich. Guck mal. Seht ihr das? Alles, guck mal die Eisplatten hier an. Oh nee. Wahnsinn. Top. Absolut top. Ich glaube, das war's. Haben wir alle noch reinholen können. Da kommt sie. Uwe hat die letzte Rute reingeholt. Hier ist unser letzter Bait. Bam. Und auf jeden Fall nichts draußen hängen bleibt, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist definitiv ein Kampf gegen Windmühlen. Das Eis treibt rum, wie es will. Hier stehen sie, unsere Ruten. Nicht mehr fängig. Alles reingeholt. Aber das ist auch wichtig, bevor irgendein Fisch irgend so eine abgerissene Montage schluckt oder fressen muss. Das bringt nichts. Man muss wissen, wann man aufhören muss oder sollte. Safety first for the pikes, for the big pike mamas. Wir haben Sack und Pack zusammengerafft und nutzen jetzt das Zeitfenster, wo wir gerade hier eisfrei sind und fahren in den sicheren Hafen und slippen unser Boot raus. Das war's. Es war absolut überwältigendes Winterangeln auf Hecht. Viele verrückte Dinge erleben,
müssen, erleben dürfen, meistern können. Das war der Wahnsinn, wie man so schön sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus jetzt zur Winterzeit, probiert euren dicken Hecht zu fangen. Die Chancen stehen sehr, sehr gut. Bis zum nächsten Video. Alles Gute euch. Bleibt gesund. Euer Stefan. Ciao, ciao.